Hi, willkommen bei Grilled Chill Barbecue Lifestyle. Heute wird's vegetarisch. Mal was ohne Fleisch, aber eine super Beilage könnt ihr zu allem dazu machen. Und wenn ihr wissen wolltet, was in diesen leckeren Päckchen drin ist, dann bleibt dran. Viel Spaß! Dann geht's hier gleich los mit den Zutaten. 4 große Tomaten in Scheiben geschnitten. Eine große Zucchini. Da es ein Rest der Essen ist, habe ich nur noch eine kleine gehabt, aber das passt schon. 4 Knoblauchzehen gepresst und mit ein wenig Olivenöl aufgefüllt und gut durchgemischt. Im Originalrezept wären 2 Portionen Feta-Käse. Ich mache hier gleich 2 Versionen. Einmal mit Feta-Käse und einmal mit Mozzarella-Käse. Nur noch Pfeffer und Salz, bei mir Steak Nummer 66, das schmeckt uns wie immer am besten. Eine Handvoll Basilikum, nur noch den Basilikum feinschneiden. Das Originalrezept wäre mit Alufolie, ich nehme hier Butcher Paper. Wenn es nicht funktioniert, könnt ihr immer noch eine Alufolie rundherum machen. Nach dem Zucchini nehmen wir uns den Feta-Käse und bröseln da was drauf. Kommen die Tomaten darüber. Nochmal Feta-Käse. Dann von unserem Knoblauch Olivenöl was drauf geben. Pfeffer und Salz. Dann Basilikum nicht vergessen. Dann wird das Ganze zusammengefalten. Bisschen nach oben gedrückt. Und mit einer Schnur fixiert. Wer sich nicht für Alufolie scheut, kann das natürlich mit Alufolie machen, ist viel einfacher. Aber ich denke, das funktioniert so auch. Oder man packt es zusätzlich noch in Alufolie ein. Das ist jedem selber überlassen. Jetzt mache ich noch den Rest. 2 Stück noch mit Mozzarella in der gleichen Version. Ansonsten. Und dann sehen wir uns gleich am Grill. Indirektes Setup, mitten in eine Plancha rein wieder. Unsere Päckchen drauf. 2-mal Mozzarella und 2-mal mit Feta-Käse. Und ja, wer sich noch fragt, wie hoch der Pro 500 geht, 370 Grad in 35 Minuten und in 15 Minuten hatte ich 220 Grad drin, nur mit dem Brennen von unten, ohne Heckbrenner. Und dann geht's gleich los, wir lassen die mal 10 Minuten drin und schauen,
was passiert. Ich werde den mittleren Zweibrenner nun abstellen. Die habe ich auf ausgeschalten und den linken und den rechten mal auf Minimum. Da ich schon auf 315 Grad bin, reicht das vollkommen aus. Nach gut 18 Minuten riecht es fantastisch. Bei 220 Grad gezogen. Es riecht nach Knoblauch, nach den Gewürzen, richtig lecker. Ich denke, wir nehmen das raus und dann testen wir das gleich an. So, Freunde, ihr habt's gesehen. Sieht mal richtig lecker aus. Jetzt testen wir auch, ob das was geworden ist und ob es den Garpunkt erreicht hat. Der Käse ist schön zerlaufen. Es riecht fantastisch. Guter. Hat noch schönen Biss. Schmeckt wie eine Pizza ohne Pizzateig. Sensationell. Knoblauch, Pfeffer, Salz. Braucht nicht viel ab und zu. Bisschen Tomaten und dann wenig Grünzeug, Aubergine. Und ihr habt eine leckere Beilage zum Steak oder was auch immer ihr macht. Die Frauen werden es lieben. Wer es gerne hat mit Feta-Käse, wurde schon getestet von meiner Tochter. Sie findet es super. Und ja, würde mich freuen über einen Daumen hoch. Ein Abo nicht vergessen. Hier zwei weitere Folgen für euch. Schaut auch rein bei Grünchen Barbecue Lifestyle International bei Facebook. Und stürmt die Kommentare. Aber nur positiv bitte. Auch wenn es vegetarisch war heute. See you!